Hallo und willkommen bei mir am Grill. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, heute wollte ich eigentlich wieder was mit Connor zusammen machen, aber der hatte keine Lust. Mal machen wir es alleine. Und zwar gibt es heute zwei Gerichte. Das heißt zwei Gerichte. Ich mache heute zwei Sachen. Bei der einen Sache bin ich mir allerdings noch nicht so sicher, ob das auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber dazu später. Ja, was gibt's heute? Einmal gefüllte Paprika. Eins meiner Lieblingsrezepte. Also ich mag gefüllte Paprika. Und zum anderen einen Tafelspitz vom Grill. Und das ist eben halt die Sache, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das funktioniert. Weil der Tafelspitz ist ja eigentlich nichts für einen Grill, sondern eher so für Schmorgerichte oder sowas. So klassischer Tafelspitz mit Meerrettichsoße und, hast du nicht gesehen, kennt man eigentlich. Ich möchte noch heute grillen. Und ob das was wird, weiß ich noch nicht. Aber wenn ihr das wissen wollt, dann bleibt bei mir und wir schauen uns das Ganze nachher mal an. Viel Spaß! Ja, dann kommen wir mal zu den Zutaten. Die stelle ich euch jetzt gleich mal vor. Und dafür baue ich jetzt die Kamera aber eben noch ein bisschen um, dass ihr das auch sehen könnt. Und ich würde sagen, bis gleich. So, als erstes haben wir natürlich für unseren Tafelspitz, den gegrillten, halt auch diesen Tafelspitz, den habe ich noch eingefroren gehabt. Der ist mit Fettdeckel. Für die Würze Senf und einmal den Jack Daniels Beef Rub. Dann haben wir für unsere gefüllten Paprika, haben wir hier ein, ja, das kommt nachher für die Beilage, ein bisschen ein paar Baconwürfel. Eine Zwiebel, eine rote Zwiebel, drei Paprika, rot, gelb und grün und hier habe ich 500 Gramm gemischtes Hackfleisch. Als Gewürz haben wir ganz normal Salz und Pfeffer und hier habe ich ein Paprikapulver. Das ist ein Gemisch aus Rosenscharf und Edelsüß im Verhältnis 2:1, also zwei Teile Paprika edelsüß und ein Teil Paprika rosenscharf und Knoblauchgranulat. Ja, im Hintergrund habe ich schon den Grill am Aufheizen. Jetzt kümmern wir uns als allererstes mal um den Tafelspitz. Da müssen wir nämlich erstmal diese fette Sehne, die muss weg. Die wollen wir nie haben. Diese dünnen Dinger, die sägen wir auch mal weg. Mal gucken, ob wir sie erwischen. Schnibbeln wir uns das Fett, reiben wir hier so ein bisschen. Das wäre dann das. Dann nehmen wir uns den Senf. Und
reiben den schön damit ein. Er braucht da jetzt nicht so viel. Das gilt nur als Kleber für unseren Rub. So. Und dann kommt der. Jetzt Hände waschen und dann ist der erstmal soweit fertig. Nächstes kümmern wir uns um das Hackfleisch. Dazu kommt erstmal Folie über den Zinken, über den Finger. Erstmal müssen wir ja noch, Entschuldigung, dass ich das jetzt das Brett nicht sauber gemacht habe, aber ich bin ja nicht in der Sterneküche hier. Mal erstmal Zwiebel von der Dings rein. Schale befreien. Und dann nehmen wir uns hier so einen nicen Dicer. Kommt dann die Zwiebel drin. Aber gucken, wie es funktioniert. Ob es funktioniert. Und dann okay. Rest muss bleiben. Haben wir hier ein paar schöne Zwiebelwürfel oder sowas in der Richtung. Ja, so Zwiebelgeschnitzeltes. So, das kommt hier rein. Kommt Salt. Pfeffer. Paprikapulver für die Farbe und ja, ein bisschen Knoblauchgewürz, Salz, granulierte, und dann alles durchmischen. Wenn wir das dann soweit haben, kann das auch einfach wieder auf der Seite. Brauchen wir erstmal dann noch nicht. Dann kommt, ich muss mir erstmal das Brett sauber machen und ein neues, eben das Brett sauber machen und das Messer. Komm gleich wieder. Ja, nachdem wir jetzt das Messer wieder sauber haben und die das Brettchen, jetzt füllen wir uns erstmal hier die Paprika aus. Das können wir auch noch nachher verwenden. Oh. Jetzt nehmen wir uns unser Hackfleisch, Masse, und damit werden die Dinger schön
neutral gefüllt. Und so sollen sie dann nachher aussehen. So, wenn wir die Paprika jetzt gefüllt haben, gehen wir an den Grill. Und da nehme ich euch jetzt gleich mit. So, und wenn ihr euch jetzt wundert, warum der Grill so aussieht, wie er aussieht, ich habe den gerade sauber gebrannt. Ich habe nämlich gestern Abend noch Rippchen gemacht und ja. Jetzt geht's ganz easy. Hier ist übrigens gerade eine Höllenhitze drin. Alter, ist das heiß. Aua. So, da muss ich jetzt gleich noch ein bisschen Öl haben. Nicht wundern. Kommt ganz schön Attacke, ne? Jetzt verpassen wir den Dingern erstmal schöne Streifen. Jetzt müssen wir die Temperatur für den Grill etwas runter regeln. Ich habe jetzt hier, vorhin hatte ich alle 6 Brenner am Laufen. Da waren über 400 Grad im Grill. Jetzt habe ich die äußeren Breiten nur auf Minimum. Jetzt lasse ich das Ganze ein bisschen runterkühlen. Dann kommt unsere Picana drauf. So, die Temperatur im Grill ist jetzt wieder runtergegangen. Ich stelle jetzt hier mal die Paprika hier hin, hier drunter. Da kommt nachher noch Gemüsebrühe oder Rinderbrühe rein. Und dann lege ich den Tafelspitz lassen wir jetzt mal so liegen. Legen wir da drauf, machen den Deckel zu. Ich mache einen Thermometer fertig, da kommt hier noch reingepiekst und dann warten wir. Ja, unser Tafelspitz ist fertig und ich hole den jetzt mal eben vom Grill und dann gucken wir mal, wie der geworden ist. Ich bin echt gespannt. Also aussehen tut er ja schon mal lecker. Schön. Schöne Kruste gekriegt. Ich schneide mal an. Innen drin ist er auch noch leicht rosa. Oh, mal gucken. Saftig ist er auf jeden Fall. Da läuft das Wasser so raus. Das ist okay. Gut. Aber so vom Geschmack her absolut genial. Richtig schöner Rindfleischgeschmack. Und alle kommen zu dir. Toll. Ihnen alle kommen zu dir. Ich schneide den jetzt in Tranchen. Und dann bringe ich mal unseren Nachbarn ein bisschen was rüber. Mal gucken, was die sagen wollen. Bis gleich. Ja, ich muss sagen, das Fleisch schmeckt mega geil. Man kann es nicht anders sagen. Es lässt sich grillen. Es ist ein richtig intensiver Rindfleischgeschmack. Gut, es ist nicht so stark, so zart wie ein Ribeye oder irgendwo so. Man muss wohl ein bisschen kauen. Aber mit der richtigen Methode kann man auch einen Tafelspitz grillen. Auch die Kruste ist richtig schön knusprig geworden.
Also, Geheimtipp. Ganz ehrlich. Ich gucke gleich mal nach den gefüllten Paprika. Da weiß ich, dass sie passen. Und ja, ich würde sagen, bis gleich. So, jetzt gucken wir mal nach unseren gefüllten Paprika mit der... mein Sohn pflückt hier gerade eine Zwiebel auseinander. Und er hatte sich vorhin an einer Brennnessel verletzt. Und da haben wir eine Zwiebel draufgelegt. Und jetzt tut es nicht mehr weh. So, ich hole jetzt mal die gefüllte Paprika mit den Bohnen und dann schauen wir mal, wie es schmeckt. So, ich habe jetzt hier auf jeden Fall mal unsere gefüllten Paprika mit den Bohnen. Ich fülle mir jetzt mal ein bisschen was ab. So, ich habe mir jetzt hier ein bisschen was von der Paprika genommen. Ich versuche jetzt mal so einen guten Happen davon auf die Gabel zu kriegen. Mama, hast du Donuts essen? Ja, du kriegst gleich Donuts. So, ich habe hier alles dabei. Ein bisschen Fleisch, ein bisschen Paprika, ein paar Böhnchen und jetzt... Donut. Wir essen jetzt rein. Schatzi, du kriegst gleich deinen Donut. Alles gut. Also, es gibt nichts Besseres als frischen Knoblauch. Dieses Knoblauchgewürz, dieses granulierte Knoblauch oder Knoblauchgranulat, nee, schmeckt nicht. Es hat einen total anderen Geschmack als frisches Knoblauch. Ansonsten richtig gut. Sehr lecker. Und ihr merkt, meine Kiddies crashen das Video gerade so, wie sie können. Und ja, ich baue das gerade ein. Und deshalb werde ich jetzt das Video hier beenden. Wenn euch es gefallen hat, Daumen hoch, lasst ein Abo da und folgt mir. Netter Kommentar oder sowas. Ast rein, finde ich super gut. Ich mache jetzt den Schluss und sage euch ciao, bis zum nächsten Mal.